Und was geht ab und willkommen zum zweiten Teil der JCC-Bewertung Gruppe C. Und heute ist Jasper am Start. Jasper, der obdachlose Penner. Ich bin wirklich gespannt, die Quali. Jasper, wirklich? Nee. Also bin ich ganz ehrlich, die hat mir überhaupt nicht von vorne bis hinten ging. Hinten ging. Ey, mein Sprachfehler ist auch noch nicht weg von der letzten. Bin ich lost? Lost Mobile angelehnt. Leute, wir gucken uns jetzt Jasper an. Ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, die Quali fand ich überhaupt nicht nice. Konnte ich mir gar nicht geben. Jasper generell... Alter, wirklich. Könnt ihr mir bitte Nummern für einen Logopäden in die Kommentare schreiben? Danke. So, wie gesagt, Jasper, jemand, den ich jetzt nicht ganz so extrem feiere, hat auf jeden Fall coole Sachen, die man sich mal geben kann. Muss man aber nicht. So, deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich hab irgendwie das Gefühl, er überzeugt mich jetzt. Ich habe jetzt gerade richtig Bock auf eine Jasper-Runde. Let's go, Jungs. Let's go. Kapitel 2. Yeah. Jasper. Ja, weiß auf weiß ist sowieso sehr gut. Sie dachten, dass ich unbedingt unter den Sackdeckel will, doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkelgrill. Oh, Digga! Sackdeckel will auf Spanferkelgrill. Direkt ein schöner Reim an der Stelle. Und Junge, wie er einsteigt und dann der Beat, wie er rumklappt. Junge, ist ja geisteskrank. Müssen wir nochmal uns geben hier. Ist ja komplett krass. Also wirklich. Boah. Let's go. Sie dachten, dass ich unbedingt unter den Sackdeckel will, doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkelgrill. Auf jeden und auch der Vergleich nicht schlecht. Schöner Reim an der Stelle. Spanferkelgrill auf Sackdeckel chill. Ah ne. Sackdeckel will. Auf Spanferkelgrill. Das ist auf jeden Fall viersilbig, ist auf jeden Fall auch ein viersilbiger Nomenreim an der Stelle. Not even bad, Jasper. Wirklich nice und geiler Einstieg. Also besser hätt's nicht sein können. Kalam, wenn ich will, der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt auf Kamakrabill. Hancock lebt, ich lass keinen Zweifel offen. Benehmen wie Neandertaler Steinzeit gekrochen, zu viel Weißwein gesoffen. Und bei einer Arschbombe in die Badewanne dann das Steißbein gebrochen. Oh, geiles Reimschema, auch wieder Reimschema geändert. Steißbein gebrochen. Oh, das müssen wir uns nochmal geben. Das waren vier schöne Reime, die er da durchgezogen hat. Und das eine war halt ein bisschen verzögert, also nice, eine Reimstruktur auf Neidkultur. Denkt unter den Sackdeckel will, doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkelgrill. Mach Alarm, wenn ich will, der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt auf Kamakrabill. Hancock lebt, ich lass keinen Zweifel offen. Kein Zweifel offen. Nehmen wie Neandertaler Steinzeit-Epochen zu. Steinzeit-Epochen. Viel Weißwein gesoffen. Weißwein gesoffen. Und bei einer Arschbombe in die Badewanne dann das Steißbein gebrochen. Steißbein gebrochen. Schön fünfsilbig durchgezogen. Nomenreime, Reim vorgezogen. Geil. So, jetzt natürlich jetzt nicht so mega die Bedeutung hinter der Zeile, finde ich. Aber Jasper setzt auf jeden Fall, was Reimstruktur angeht, hier schon mal einen Maßstab. Mindset. Und ja, nicht schlecht. Und der Beat gefällt mir. Also der Song gefällt mir jetzt schon besser, als was Jasper in den letzten zwei Jahren gemacht hat. No joke. Kein Beziehungsmensch, auch wenn Frauen das in mir sehen. Ich komm nicht mal mit mir selber klar und bin schizophren. Wie's mir geht, ganz okay, mach mit Porno-Bitches rum. Na, das ist geil. Wie's mir geht, ganz okay, mach mit Porno-Bitches rum. Es kommt wahrscheinlich ein Reim auf Porno-Bitches rum. Aber auch so geil. Ich bin schizophren und Leute fragen, wie es mir geht. Das kommt richtig nice, authentisch, weil Jasper halt Jasper ist. Also das zimmert ordentlich. Und das Ding ist, ich habe eben in die Suchleiste eingegeben, Mietwohnung für Jasper. Aber er chillt in einer Wohnung. Also Jaspers Style-Switch hat mir gefällt mir richtig gut. Immer weiter so. Und deine Freundin frisst, als wäre sie vor einer Hinrichtung. Mach den Brand dann. Hinrichtung, was habe ich denn davor gesagt? Porno-Bitches rum. Ja, ja, ist okay. Weißer Raucher, B muss papern. Knallmodel, Fotzen weg in Besenkammern. Ja, das hat er extra so betont. Aber ja, ist okay.
Flow, bin für Junks ein Seelenverwandter. Und ich schlag dir in die Fresse wie dein Pflegevater. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Okay, ich habe jetzt in der Hook gestoppt, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Das tut mir leid, aber die Stimmlage hat mich gerade komplett überrascht und hätte ich niemals erwartet. Okay, nochmal. What the fuck, aber das klang gerade irgendwie schon ziemlich fresh. So, ich finde, Jasper bleibt sich halt treu, ne? Er bleibt seinem Style von Anfang an treu. Auch mit diesem Penner-Swag-Hancock-Modus und so. Und deswegen kam das gerade wirklich unerwartet, aber das wird die Hook sein. Und yo, die hört sich bisher ziemlich geil an. Ich schlag dir in die Presse wie dein Pflegevater. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du warst nachts auf und hast davon Albtraum. Was weißt du schon von Okay, Hook finde ich ein bisschen zu kurz und das Ende finde ich ein bisschen zu abrupt. Aber an und für sich den Anfang und den Einstieg und auch, wie er dann wieder so mit dieser kratzigen Stimme hochkommt, finde ich cool. Aber ich finde, er hätte gegen Ende der Hook nochmal irgendwas machen können, dass man weiß, okay, die Hook ist jetzt vorbei. Weil es geht jetzt auf einmal Schlag auf Schlag in den nächsten Part. Was ich so nicht erwartet hätte. Ich dachte, jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Nicht, dass die Hook zu kurz ist, aber ich finde, das Ende hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen ausfallen können. Ist das wirklich nach einer wirklich sehr geilen Hook klingt. Aber die Hook gefällt mir richtig gut. Muss ich sagen. Also Jasper, muss ich auch sagen, gefällt mir jetzt schon besser als Mizep. Kein Scheiß. Exzessiven Drogenmissbrauch und die Wohnung sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wieder sowas von drauf, hol die Schrotflinte raus und dein Kopf landet im Graben. Auch geiles Reimschema. Das war, glaube ich, ABAB. Ja, ABAB, Reimschema. Kam ein bisschen komisch im Flow, aber hat er halt gut gemacht von der Reimstruktur. Das macht Reka zum Beispiel auch. Hier, wer ist Reka? Fresse. Guckt euch Reka an, bitte. Wirklich. Guckt euch Reka an. Er hat eine JCC-Quali gemacht. Wieso ist der Junge nicht reingekommen? Das war meine Lieblingsquali von allen. Egal, was die auf dem Kanal kam. Seine Quali. Schande über Julians Haupt. Wirklich. Ich mach dich damit zur Sehenswürdigkeit. Drop ein Part und sie wisst, dass ihr nicht lebenswürdig seid. Ich geh mit... Sehenswürdigkeit auf Lebensmüdigkeit, wollte ich gerade sagen. Sehenswürdigkeit auf... Hab's schon wieder vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Da ficken ab ein Fetisch für den Scheiß und du fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Auch hier wieder der Flow, sehr nice. Du fotzen lecker Würgereiz. Also er variiert viel mehr als das, was er noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht hat. Logischerweise muss ich immer wieder steigern, so, ne? Aber er blieb halt seinem Konstrukt, seiner Struktur immer treu. Und jetzt variiert er so ein bisschen. Er probiert sich aus in der Hook. Er hat aber schon immer gehabt, irgendwie eine coole Reimstruktur. Und andere Strukturen als andere Rapper so. Oder halt eben einfach viel Variation in der Reimstruktur. Und jetzt probiert er sich auch im Flow aus, was sehr geil kommt. Also wirklich, der Song, der catcht mich schon. Und das hatte ich noch nie bei einem Jasper-Song. Wirklich nicht. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein, lass sie gegen ihren Willen auf ein Schäferstündchen ein. Irgendwann Dschungelcamp, Homie, Regenwürmer rein, dann sind die Pläne aufgegangen, so wie Hefemöbelteig. Du wirst verprügelt wie ne... Hefemöbelteig? Was ist das denn, Bro? Also wirklich absolut keine Ahnung, was er mir gerade hier erzählt. Holy shit. Entlaufender Sklave und ich bunker so lang Geld, bis ich ein Haus hab mit Garten. Trotzdem Penner Swag, ohne draußen zu schlafen. Geh raus auf die Straße, bis ich aufhör zu atmen. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Aber ich muss nochmal stoppen, ey, tut mir leid. Ey, ihr hasst mich jetzt bestimmt, ne? Aber das klingt doch einfach fett. Guck, was ich in der Pipeline hab. Das ist richtig nice. Hätte das doch durchgezogen in der Hook. Man. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du warst nachts auf und hast davon Albtraum. We'll be right back.
Also no joke, Favorit die Woche. Also von der Gruppe C bisher mein Favorit. Auf jeden Fall. Hat mich wirklich überzeugt. Schön viele Reimstrukturen, AB-AB-Reimschema, coole Reime, schöne Nomenreime, Substantivreime hat er auch noch drin. Fett, die Hook hat mich überrascht und überzeugt. Er probiert sich im Flow aus. Es klingt fett, der Beat, es harmoniert alles, es sitzt, es passt von vorne und hinten. Außer die Hook am Ende halt, ne? Da hätte man, finde ich, echt noch ein bisschen was besser machen können. Definitiv ist es sich wirklich wie eine Bomben-Hook anhört, ja. Aber das Ding, alles in allem, auf jeden Fall Favorit die Woche. Und dass ich das zu einem Jasper-Song sage, hätte ich niemals gedacht. Nicht, dass ich Jasper hasse, hallo, um Gottes Willen. Aber ich fand es immer so, kann man sich mal geben eine Runde, ja, ganz cool, aber mehr nicht. Aber der Song, den finde ich wirklich geil, den finde ich echt nice. Also Props auf jeden Fall an der Stelle an Jasper. So, Leute, also Romina. Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es dumm kommt? Aber ich habe absolut gar keine Ahnung, wer das ist und wer das war in der Quali-Phase. Also muss mir die Quali ja nicht ganz so gefallen haben, wenn ich gar keine Ahnung habe, wer das ist. Okay, deswegen, ich bin überrascht und sehe das mal einfach als neue Teilnehmerin. Ja, moin. Einfach mal wieder Polizei herfahren. Junge, jeden Abend fällt dir die scheiß Polizei her. Und nein, ich wohne nicht in Duisburg. 3 p.m. and I wake up. I don't know what happened. Okay, damit habe ich jetzt absolut gar nicht gerechnet. Holy shit. Was eine Stimme, was eine Qualität, mit der das aufgenommen wurde. Geisteskrank. Okay, das habe ich wirklich null erwartet, Leute. Also, ich sitze hier gerade mit meinem nackten Arsch auf dem Stuhl und denke mir so... Oh. Last night, but when I think about it, I started crying. I don't want these tears in my eyes. I just wanna feel love and I don't wanna die, cause I feel it. Also, das Problem ist, ich und Englisch, das ist so wie, ja, Osama Bin Laden und Merkel. Ja, das passt nicht. Aber das Shirt, Slim Shady, sehr wild. Sehr wild und gefällt mir. Und cooles Outfit und Video macht auch Stimmung. Aber was man sagen kann, das ist wieder so ein Song. Es ist genau wie Tommy Köln, ja. Das ist ein Song, das könnte locker im Radio spielen. Ohne Probleme. Bin ich mir sicher. Breaking inside, yeah, I know this shit takes some time, just let me go. I'm wasting my life, now I'm hitting all these plans, cause I'm dead inside. Break me, tear me apart. Fuck me, fuck with my heart. To show me all of my scars. Oh, I thought that my body will always be break. Okay, krass, also es ist auf jeden Fall sehr Herzschmerz, sehr deepen Shit. Das kann ich auf jeden Fall raushören. Holy shit, also sie trägt ein bisschen Hass in sich, auf jeden Fall, okay. Und das verarbeitet sie mit Musik. Das ist das Beste, was man machen kann. Wirklich. Oder auch für Leute, die einfach irgendwie Depressionen haben, so unter euch oder so, oder unter uns hier. Schreibt einfach Texte. So, auch wenn ihr keine Ahnung von Reimstrukturen habt oder so. Macht mal einfach, ihr fühlt euch frei. Wirklich geisteskrank frei, wenn ihr einfach nur drauf losschreibt. Auch wenn es nur einfach so ist, wie ihr euch fühlt. Auch wenn es Hass ist, wenn es Liebe ist, alles. Macht es einfach mal. Ich bin hier euer Seelenklempner, ja. Und macht es einfach. Und was ihr auch machen müsst, ist sofort dieses Video liken, weil sonst seid ihr Sonnenuhren.
ganz wichtig. Break me, tear me apart. Fuck me, fuck with my heart. Show me all of my scars. Oh, I thought that my body will always be yours. I'm fucked up. You fucked me up. No trust, no more. This is pre-war. I'm fucked up. You fucked me up. No trust, no more. This is pre-war. Boah, das ist auf jeden Fall böse. Also ist die Hook, glaube ich, gewesen. Boah. Okay, also ohne den Song jetzt weiter komplett gehört zu haben, die gehört auf jeden Fall weiter. Also wenn die nicht weiterkommt, dann heiße ich wirklich Alfred Jodokus Quack. Wirklich. Yeah, you showed me how toxic guys are like. Yeah, you showed me that I can trust every guy. Oh, you showed me not everyone who stayed long will always be a friend. When your body is all they want. When your body is all they want. Yeah, I got it now. Finde ich auch nice, wie sie mit ihrer Voice spielt, ne? Also finde ich wirklich nice. Das gefällt mir. Man hört einfach im Untergrund oder im Unterton, besser gesagt, der Voice, der Memo, der was auch immer, hört man noch diesen Unterton, der ein bisschen, ja, diesen Double, der halt eben runtergepitcht ist. Und das gefällt mir. Das gefällt mir. Your body is all they got in any dream. You got a chance, there's no trust in between. A guy who wants to fuck and a girl who wants to trust someone. If your body is all they got in any dream. Das sorgt dafür, dass der Song einfach Volumen hat, einfach Power hat. Zum Beispiel, das fehlt mir halt bei dieser Bonnie. Dieser Druck, diese Klangfarbe in der Stimme, dieses Boom. Das fehlt mir bei Bonnie und das macht genau sie richtig. Mit ihrer Voice. You got a chance, there's no trust in between. A guy who wants to fuck and a girl who wants to trust someone. Fucked up, you fucked me up. Ja, no schön. Trust, no more. This is pre-war. I'm fucked up. You fucked me up. No trust, no more. This is pre-war. I'm fucked up. Yeah. You fucked me up. Oh no trust, no more. Alter Vater, Jungs, was war das denn hier? Der komplett gerade abgerissen. Ich hatte Gänsehaut am Rücken, Jungs, und an den Beinen. Wer sich noch daran erinnert, das habe ich nur in Johnny Dixons World Dixon Song gehabt. Gänsehaut an den Beinen und jetzt sogar noch am Rücken. Alter, das war wirklich... Nee, das war Alfred Jodokus Quack-Level. Alter... Oh mein Gott, ist mir grad cold. Das ist mir so den Rücken runtergelaufen. Heilige Scheiße. Die ist hier absolut richtig aufgehoben in der Cypher. Könnte ich nur Englisch. Aber, oh mein Gott, Leute. Was habt ihr gefühlt, als ihr das erste Mal gehört habt? Oh, tschüss. Get better when I won't see your shitty face over lies. The touch is inside, the late night drives, and me to survive. What a bastard that you can be. You destroyed what you wanted to keep. So now go fuck you and your pseudo apologies. I say, just hurry up, dude, cause I'm only counting to three. One. LOL, Alter, ich hab grad fast schon Angst bekommen, als ich das gesehen hab. Jo. Okay. Wild. Wirklich? Also, ich sitz hier echt fast mit einer Holzlatte im Arsch. Grüße an Psycho. Also, wirklich? Romina gehört weiter. Ganz klar.
Jetzt Mizep oder Jasper. Also es ist klar, dass Mizep weiterkommen wird. Starke Woche. Starke Woche. Ich persönlich würde aber nicht Mizep weitersehen, sondern Jasper. Also nur vom Song her, weil er mich mit dem Song wirklich überzeugt hat. Jasper halt eben, in dem Falle. Mizep ist halt, wie gesagt, echt übertalentiert, habe ich ja schon gesagt, in der Mizep-Analyse, wie auch immer ihr das nennen wollt. Reaction, was auch immer. Also, ja, er ist schon überqualifiziert, aber sie hat ja hier mal gerade den Vogel komplett abgeschossen, wirklich. Boah. Also Alfred Jodokus Quack ist dann echt mein Uronkel. Wilder Song. Kann ich gerade nichts zu sagen. Aber die gehört weiter. Mizep wird auch weiterkommen. Also die beiden werden weiterkommen. Schade, dass Jasper rausfliegen wird. Wird er. Schade. Weil mit dem Song hatte das meiner Meinung nach allemal nicht verdient, rauszufliegen. Der war wirklich geisteskrank. Und muss ich auch sagen, halt wirklich krasser Song und so. Aber Jaspers Song ist für mich, ja, okay, schwierig. Doch, ist auf Platz 1 diese Woche. Romina auf Platz 2, ganz knapp. Dahinter Mizep und dann Tommy Köln. Wie seht ihr das? Was ist euer Favorit? Habt ihr euch mit irgendeinem Text authentizieren können? Ob das mit Romina oder halt eben von Tommy Köln? Oder habt ihr doch das in die Fresse, Shit, Battle, Bam, Bam, Zack, in die Schnauze, Jasper oder Mizep mehr gefeiert? Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Gruppe. Aber die Gruppe war richtig, richtig stark. Props an alle Teilnehmer der Woche. Das gibt den Win der Woche.